Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu Life is Futile. Dabei wie immer der liebe Barock Moin. und Jojuka. Moin. Hör auf damit! Kein Kommentar. Ich mache gar nichts. Gut, Pläne für heute. Die Hühnerstelle, die ich in den letzten verloren gegangenen Aufnahmen, zumindest bei mir, gebaut habe, zu Ende bauen. Erstmal die Maus runterregeln, so. Und ja, Fallen aufstellen heute und den Rest Fleisch durchbraten. Erstmal, sonst kann ich mich nicht bewegen. Klingt nach dem Plan. Ich mache weiter die Werkzeuge. Yay. Hey, was Aber ich machen wir glaube, ich heute? muss vorher erstmal nochmal später melzen. Das Gleiche, was wir jeden Tag machen. Werkzeug herstellen. Werkzeug herstellen, Material holen, Hühnerställe bauen, Tiere quälen. Ah nee, das kommt erst noch. Gerade versucht mit 16.000 DPI hier zu spielen. Das kannst du vergessen, ey. Surprise. Ja. Ach, was setze ich mich denn jetzt? Steh Ach, auf, stimmt. Mensch. Da hat mir ja jemand noch großzügigerweise Kohle gegeben, damit ich hier Feuer machen kann. Man sollte Ja. seinen Bauhammer auch ausrüsten, bevor man anfangen will, was zusammenzuzimmern. Ja. Ja. Ich darf jetzt auch erstmal nochmal Hardwood holen und neue Kohle herstellen, sonst kann ich nicht schmelzen. Ich habe ja irgendjemandem Kohle gegeben. Ach komm, das war nur Versehen? was zur Hölle. Wieso geht das Feuer auf einmal aus? Was war denn das für ein Käse? Ich glaube, ich Nee, habe für gerade. Käse brauchen wir Kühe. Ich Die glaube, haben ich wir habe hier leider gerade nicht. irgendwie einen Bug gehabt. Ein Bug. Ja. Ich bin hier Ist am wenigstens Kochen. draufgetreten. Nee, der ist weggesprungen. Oh. Schon wieder Feuer aus. Was? Hä? Was zur Hölle? Mitten im Kochvorgang bricht dir das einfach ab. Das ist blöd. Das stimmt. Mach was dagegen. Was soll ich Ich denn würde es ja machen? eher suboptimal nennen. Eher Ah, Salentin. ich verstehe das Problem. Herr Yuyuka, was kann ich Ihnen Gutes tun? Einmal eine Tasche für Schreinerzubehör. Okay, warte, ich guck mal eben, ob ich die herstellen kann und was ich dafür brauche. Okay, ich muss ein neues Lagerfeuer bauen. Das hat noch eine Haltbarkeit von 20. Es wird bald zerfallen. Das erklärt Das ist nicht gut. natürlich, warum es nicht funktioniert. Unter was war jetzt nochmal Lagerfeuer? Da, Handwerk. Schreinerkasten. Genau. Könnte ich dir tatsächlich sogar gerade herstellen. Das bräuchte ich nämlich, weil ich habe ja einen geheimen Auftrag. Bitte? Ja. Was für ein geheimer Auftrag? Wenn ich dir denn jetzt sagen würde, was für einen Auftrag ich habe, dann wäre es nicht mehr geheim. Naja, ich weiß aber nichts davon, also könntest du mir bitte sagen? Es ist ein geheimer Auftrag. Alter. Sagen Sag wir es so. einfach, was du damit willst, sonst kriegst du das Ding nicht. Lass dich überraschen, was ich jetzt baue. Ja, dann bau dir deinen Schreinerkasten selbst. Das könnte ich sogar. Kannst du nicht? Und aus irgendeinem Grund krieg ich die Stimmt, kann Metallplatten ich nicht. nicht in mein Inventar. Geht nicht. Warum geht es nicht? So Jetzt geht's. schwer. Also irgendwie, nee. Ich hab gerade irgendwie so ein bisschen Lags. Weiß auch nicht warum. Was willst du jetzt mit dem Schreinerkasten bauen? Vier Räder.
So, Fleisch habe ich soweit jetzt gleich durch. Dann muss ich noch eben ein paar Stöckchen einsammeln und dann kann es losgehen mit den Fallen bauen. Vielen Dank. Schädelbühnen. Eine kleine Erläuterung, wofür der Schreinerkasten benötigt wird. Der Schreinerkasten ist ein weiteres Handwerksutensil, womit man auf verschiedene neuere, Baumöglichkeiten zugreifen kann. Beispielsweise, wie ihr hier bei mir im Baufenster seht, die Räder. Ja, unter anderem gibt es auch noch Schneiderwerkzeuge und was war es noch? Glasbläser, genau. Und Schmuckschmied, glaube ich, auch noch. Wenn es inzwischen funktioniert. Soll funktionieren, wenn ich das richtig gelesen habe. Wieder mal Glasbläserkasten, Juwelierkasten, Schneiderkasten und Schreinerkasten kann ich erstellen. Genau. Schneider brauchen wir jetzt noch nicht, aber könnte die nächste Runde. Da gibt es leider noch die Ledervariante. Ja, Leder ist ja nicht mehr so weit weg, wenn wir die Fallen und so haben. Richtig, die Hühnerställe stehen übrigens schon. Hervorragend. Und sind auch schon auf meinen Namen geclaimt. Ja. Nee, Spaß. Wo habt ihr die überhaupt hingesetzt? Am Feld, weil den Dünger brauchen wir am Feld. Beziehungsweise möchtest du wieder zwischen deinen Wohnhäusern dieses... Nein. Nein. Er ist doch schon das feige Hühnchen, da braucht man nicht noch welche. Du bist echt gemein. Ja, manchmal schon. Manchmal? Aber nur manchmal. So. Könnte jetzt anfangen zu singen, aber... Lass es. Ja. Lass es einfach. Ich glaub, wenn du das singen möchtest, was ich mir gerade vorstelle, dann lass es einfach. Tu es nicht. Also die Fallen baut man jetzt mit dem Stock. Jagen, Schlingfalle herstellen. Dazu braucht man halt Äpfel und sowas noch. Steht hier unten alles. Man kann dafür keine Massenproduktion machen. Okay, muss ich halt ein paar Mal klicken. Das ist schön. Also die Stahlsichel kann ich noch nicht herstellen. Aber? Die normale Sichel... brauche ich nur einen Stiel für und 4 gewöhnliche Klumpen. Hervorragend, die nehme ich auch erstmal. Gut, dann mache ich dir eben eine. Das Schöne an den Fallen ist, wenn man die aus den Einzelteilen zusammengesetzt hat, ist das Material leichter als vorher. Bei mir seht ihr jetzt beispielsweise, was man alles mit dem Schreinerkasten herstellen könnte. Eine bessere Angel, ein paar Schilde, ein Fenster... den guten alten Holzhammer brauchen wir später für die Holzhammer-Narkose. Gut, aber ich könnte jetzt noch 2 Schaufeln herstellen oder eine weitere Säge. Was ist euch lieber? 2 Schaufeln. Sag ich jetzt mal. Könntest du mir unter Umständen 4 Metallbänder und 48 Nägel hier noch herstellen? Dann kriegt ihr aber keine Schaufeln mehr. Ich habe nur noch 10 Eisenplatten. Metallband braucht... ich kann dir keine 4 Metallbänder herstellen. Okay. 2 kriege ich hin, dann hört's auf. Irgend so ein Nasenbär lässt hier einen Baumstamm mitten auf dem gepflasterten Weg liegen. Wie sieht denn das aus? Der Nasenbär ist meine Wenigkeit. Das hat er zu viel runtergeschleppt. Ja, dann leg ich den doch beiseite und nicht mitten auf dem Weg. Ja, den wollte ich mir sowieso gleich wieder hochholen. Dann stelle ich jetzt erstmal die Fallen auf. Sind sogar 11 Stück übrigens geworden. Wow. Hast du zu viel Äpfel dabei gehabt? Ja, eher von der hier Pflanzenfaser. Ich baue die Fallen erstmal alle in der Nähe des Feldes auf. Finde ich die auch ungefähr wieder. Das ist nämlich immer das größte Problem bei den Schlingfallen. Du
Valentin, soll ich dir gleich kurz helfen, Metall runterzuholen? Du kannst mir lieber Bäume fällen und herschleppen. Metall holen kann ich selbst gut genug. Aber das Holz für die Kohle wird schwieriger. Hat wer mitgezählt, wie viele Fallen ich schon aufgestellt habe? Leider nein. Ich bin gerade erst zu dir hingekommen. Schade. Und halt mal einen Moment still. Warum? Hallo? Ich stell gerade Fallen auf. Handeln? Na gut. Oh, ich habe keine mehr. Okay. Also unsere Straße, die wir letztes Mal gezimmert haben, die ist echt genial. Das war eine sehr gute Idee von dir. Da ist man schnell unterwegs, ne? Hat bloß unsere Steinvorräte gekostet. Ne, ich glaube, das war's. Ja, Firma dankt. Yuka? Ja? Stillgestanden? Danke. Schitterbön. Ja, da habe ich ja auch schon mal eine schicke Schaufel. Ich hätte da sonst noch eine kleine Bestellung. Hm? Ich bräuchte ein Fass. Oder zwei besser. Mhm. Also wenn du mal Luft dann hast. Dann stell doch mal auf und sag mir einmal, was du für Materialien brauchst. Weil hier oben bauen und dann runterschleppen ist mir zu blöd. Du brauchst die nur bauen, runterschleppen tue ich die zur Not selbst. Ich glaube nämlich, ich kann okay. Das nicht mal einsehen. Ja, dann mache ich sie hier. Ah doch, ich könnte es sogar einsehen. Ach gut. Ne, könnte ich nicht, weil ich keine Säge habe. Ja, ich schnitze eben. Hier sind so viele Baustellen, warum sind hier so viele Baustellen? Ich weiß es nicht, vielleicht baut ihr die nicht zu Ende. Rennofen. Ja, das ist mein nächstes Projekt. Händlerkarren. Das ist mein Geheimprojekt. Brennofen. Setz doch bitte die Schilder erst dann, wenn du sie auch brauchst. Ich habe gerade das Holz da, deswegen. Und du stopfst das Holz da schon rein, oder was? Der Händlerkahn hat beispielsweise schon alle Bretter. Brauche ich jetzt aber noch 4 Räder und die Metallbänder und die Nägel. Ich glaube, die nächste Metallproduktion kann sein, Team komplett in Nägel investieren. Nein. Was soll Doch. Das einfache Bett? Ihr habt gesagt, ich soll mein Haus ausrichten. Aber nicht mit einem Schild vor deinem Haus. Ich kann das leider nur vor dem Haus Bett steht. Ja, ich wollte gerade sagen, das kann er nicht im Haus aufstellen. Also... Nein, das ist ja auch... Er kann das Schild auch gar nicht aufstellen. Was ist jetzt deine Logik? Naja, mir stehen hier zu viele Schilder rum. Da siehst du mal, dass Langsam ich wenigstens was echt tue. Du stellst Schilder auf. Richtig, mit vielen, vielen Baustellen. Ich mach doch erstmal eine Baustelle fertig. Wenn man sagt, ich möchte umziehen und sagt, ja, da soll irgendwann mal ein Bett hin. Da werde ich irgendwann einen Ikea-Schrank aufbauen. Und da hinten, weiß ich noch nicht, aber ich stelle schon mal ein Schild hin, dass da irgendwas hin soll. Nein, ich baue meine Baustellen ja gerade fertig. Ratet mal, wo ich gerade den nächsten Baumstamm hochschleppe. Mir fehlen zum größten Teil echt nur noch Nägel. Ja, und mir fehlt das Holz, was du hochschleppst. Hochschleppst. Schleppst. Ah, jetzt habe ich meine Fallen aufgestellt. Jetzt heißt das natürlich, dass wir da jetzt warten. Gebaut? Eine Baustelle für ein Fass. Du hast viel zu viele Baustellen, weißt du das? Alter! Du hast angefangen! Ein Fass braucht 2 Metallbänder, 5 Weichholzbretter und 20 Nägel. Was soll mir das sagen? Ich muss erstmal Kohle herstellen und jetzt erstmal einen Gang schmelzen. Was fehlt uns noch alles? Okay, ich lauf mal los und hol den nächsten Lehm. So, da ich jetzt die ganzen Fallen aufgestellt habe, werde ich nebenbei erstmal wieder ein paar Pflanzen sammeln, in der Hoffnung, dass die Fallen zuschnappen. Hast ja jetzt eine Sichel, ne? Jetzt habe ich eine gute Sichel. Die hat mir auch schon eine Möhre eingebracht. Mit einer legendären Qualität von 2. Wow. Ist ja, ne? Ja, also, da wäre es richtig satt von.
Tu mal lieber die Möhrchen, ne? Möhrchen, wo bist du? Oh, ein Tatütata vor meinem Haus. Aber ich könnte das Möhrchen ja auch dir bringen. Du bist ja unser Klopfer. Warum? Ach, ich dachte, knüpfen wir an die letzte Folge an. Why? Just why? Why not? Relativ, weil er es kann? Ich wollte gerade sagen, why? Because I can. Ah, dies idyllische. Ich hau die Sichel in den Boden und find doch nix. Ich glaube, die Sichel ist kaputt, die du mir gegeben hast. Ich glaube nicht. Ich glaube, derjenige, der diese Sichel verwendet, ist einfach nur unfähig. Naja, wenn dein Skill da drin besser ist, kannst du dein Glück ja mal versuchen. Och nee, du, lass mal. Ich glaube, ich fasse eher die Sichel am falschen Ende an und hau mit dem Holz auf den Boden. Wundere mich dann, warum meine Hand blutet. Oder klopfst du dir selber rein, weil du es gewohnt bist, dass sie ständig in dir steckt. Ah. Oh, habt ihr übrigens gehört? Eine große Boxlegende ist von uns gegangen gestern. Hm? Muhammad Ali ist gestorben. Oh. Nur mal so nebenbei. War der schon so alt? Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube 74 oder so. Ganz genau weiß ich es jetzt nicht. Gut, das ist aber nicht alt. Ich hasse es. Aber natürlich gestorben. Ja, im Krankenhaus, ne? Also, irgendwas... Ist natürlich von uns gegangen. Oh! Ich habe Flachs gefunden. Gleich anpflanzen. Kann ich nicht. Qualität 1? Das sind die Flachsstängel. Flachssamen. Qualität 1. Und ein Kohl. Oh, jetzt funktioniert die Sichel. Jetzt ist es scharf. Jetzt habe ich sie oft genug im Boden gesteckt. Oh, hätte ich mal nichts gesagt. Jo. Eingang Eisen schmilzt, dann kann ich mal noch eben neues Eisen holen. Nee, Quatsch, das ist Unsinn. Holzfällen. Ja, ich glaube, wir müssen dich mal ein bisschen unterstützen. Du hast da echt noch viel auf dem Zettel, oder? Auch dezent. Ich bin gerade dabei, für ihn den zweiten Brennofen herzustellen. Dann kriegt er doppelt so schnell Kohle. Ich habe noch nicht mal Material für die Kohle. Das ist mein Grundproblem. Tja, ich habe nicht mal eine Axt. Ne, Jürgen hat die gute Axt und die gute Säge. Und trotzdem hau ich hier das ganze Holz. Ich kümmere mich gleich drum. So. Ich würde jetzt sagen, jetzt stelle ich mich an eine Stelle, wo ich schönen Ausblick habe und sammle da meine Pflanzen, aber ne, weiß ja, ist dunkel wie ihn, ne? Unsere Nachtaufnahme. Zwischen legendär. Könnt ihr ja mal eine Fackel ausrüsten, wa? Ich meine, man könnte jetzt ja auch sagen, dass wir das nur aus Rücksicht für Zuschauer machen, weil wir wissen ja, dass Gamer ein lichtscheues Volk sind. Genau wie wir selber auch. Und darum machen wir es nur im Dunkeln. Deswegen binden wir uns helle, leuchtende Feuerkugeln auf den Rücken. Das ist ja nur, damit man überhaupt irgendwas sieht. Außerdem hat das so einen schönen Schneieffekt aus der Ego-Perspektive. Ich versuche die ganze Zeit abzukürzen. Klappt aber irgendwie nicht. Warum nicht? Ich will das Gebiet daheim kennen. Wenn man 3-4 Mal um einen einzelnen Baum geht. Doch, er hat's genommen.
Auf dem Dach gelandet und runtergefallen? Runtergeglitscht. Aber ich habe trotzdem schon wieder Zeit gespart. Wäre ich gelaufen, wäre ich noch nicht da. Das ist ja tatsächlich auch etwas kompliziert, wenn man auf einem größeren Haus wohnt, ne? Wenn du dann auf dem Dach stehst und so drei Stockwerke runterfällst, ist das unangenehm. Oh ja. Kann Beinverletzungen nach sich ziehen. Ja. Ich habe Weintrauben. Auf unserem alten Server, wo wir irgendwann den Bergfried hatten. Und ich auf dem Ding gespawnt bin, weil ich mich oben im obersten Stockwerk ausgelockt habe. Stand ich da auch erstmal. Hallo? Geronimo! Hallo! Wir haben das Ding ja auch noch auf dem Hügel gebaut. Das heißt, du fällst noch tiefer. Aber das war lustig. Also, aus meiner Perspektive. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, wie kriegen wir die Karre über den Berg? Schieben. Alternativ geht auch ziehen. Rollen wird schwierig. Aber wenn ich da mal so einen Blick auf den Tacho werfe, wird es Zeit. Schon wieder? Schon wieder? Ich habe noch gar nichts geschafft. Tja, wer hat an der Uhr gedreht, ne? Ich bin gerade wieder bei der Lienengrube. Das warst garantiert. Ja, die Zeit ist eine Konstante. Wollen wir uns dann wieder treffen? In einer Lehmgrube. Die Verabschiedung dürfte dann heute mal ohne mich stattfinden. Oh. Da sind wir richtig traurig drum. Da spare ich mir wenigstens die Prügel. Ah, dann kriegst du nächstes Mal doppelt. Ich auch, ich bin noch verwundet. Schlimm noch? Naja, ich habe 98 HP, nach wie vor eine 20er Wunde und ich glaube, die hält noch so 48 Minuten. Okay. Ach stimmt, du hast dir ja den Speer, den du selbst gebaut hast, ins Auge gesteckt. Ich habe ihn mir ins Auge gesteckt? Ja, irgendwie muss das ja passiert sein. Ich hätte da einen Vorschlag. Ja? Du warst es. Ich? Ich kann doch kein Wässerchen trüben. Nein. Ach ja, übrigens, ich bin auch noch schwer eigentlich verwundet. Meine Wurfmesser? Weiß nicht, ich glaube, die stecken noch. Ach, ich habe meine Wurfmesser noch equipped. Ne, ich habe die noch ausgerüstet. Das habe ich ganz vergessen. Gut. Yuka, du kommst nicht zurück. Hör jetzt Nein, auf. Ich bin nicht pünktlich da. Okay. Ich sage einfach mal aus der Ferne, bis zum nächsten Mal. Bis zum genau. Ja. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Falls euch das gefallen hat, hör auf mit dem Facebook. Gerne abonnieren, gerne einen Kommentar da lassen, wie es euch gefallen hat und wenn es euch nicht gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und der Satz war deutlich komplizierter, als er in meinem Kopf ursprünglich war. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.